kenne ich dich? Ich meine, woher kenne ich dich? Warst du schon mal im Haha-Hole? Ah, dann bist du Komiker. Ja, das ist eine Art Traum von mir, weißt du. Es ist viel Arbeit und rumgereiset. Ja, aber jetzt habe ich eine Agentur gefunden. Jetzt weiß ich woher, aus dem Starbucks. Du kamst rein und hast mich gefragt, ob wir eine freie Stelle hätten. Mike Peters Karriere führt ihn von New York direkt nach Hollywood. So kommt es, dass er seine Freundin, mit der er schon seit College-Zeiten zusammen ist, zurücklassen muss. Nachricht 1. Du musst dir die Kleine endlich aus dem Kopf schlagen. Hat sie schon angerufen? Und jetzt, ein halbes Jahr später, hat er immer noch keine Arbeit. Und auch noch keine neue Flamme. Ich bin jetzt schon so lange aus dem Rennen, Mann. Du bist gut aussehend, erfolgreich und hart im Stil. Die Frauen wollen dich lieben, Mike. Du musst sie nur lassen. Trent ist sein bester Freund. Da macht mich gerade eine an, total abartig. Hast du Lust auf ein Spielchen? Komm her, du süßes, kleines, freches Baby. Was soll denn das werden? Also nehmen Trent und seine Kumpels Mikes Liebesleben selbst in die Hand. Das ist ganz einfach, du musst nur wissen, was? Wo gehen hier eigentlich die Highschool-Mädchen hin? Go, Daddy, oh! Und bei solchen Freunden... Gefälligst auf, du Pissnäcke. Kann einiges schiefgehen. Wer wird sich wundern? Scheiße, verdammt! Hast du nicht Boys in the Hood gesehen? Wir haben keine Lust, uns abknallen zu lassen. Hier spricht Nikki, Kanada. Tag, hier ist nochmal Mike, Nikki. Ich rufe nur an, weil ich glaube, dass dein Anrufbeantworter mich unterbrochen hat und... Und führ dich nicht so auf wie einer aus einem Film frei ab 12, dem alle wie verrückt die Daumen drücken, verstehst du? Bitte, ja, benimm dich wie einer aus einem Film frei ab 18, verstanden? Mach den Weibern klar, dass du ein super Typ bist und einen drauf machen willst. Was wärst denn du so? Ein Kavalier. Abgeblitzt. Abgeschmettert. Hier spricht Nikki, Kanada. Jedenfalls denk nicht, ich wäre irgendwie komisch oder verzweifelt. Sieh dir das rein, ich schwör's dir, da läuft was. Hallo Mike, ich bin Lorraine. Wie die Kisch. Kinowelt zeigt eine Komödie. Tanzt du mit mir? Mit dir? Klar, ich meine, wenn du... Sicher? Mit coolen Sprüchen und schüchternen Helden. Wie lange muss ich mit meinem Anruf warten? Einen Tag. Bis morgen also. Mm-mm, bis morgen und dann noch einen Tag. Also zwei Tage. Ja, ich glaube, da könnte man von zwei Tagen. Zwei Tage sind nun mal sowas wie der Standard. Swingers. Und wie lange wartet ihr, bis ihr die Weiber anruft? Sechs Tage.